Toni, nimm dir bitte einen von den Stiften einmal und schau ihn dir einmal genau an. Den pinken. Was fällt dir soll was auf den Mann? das? Ist von Bic. Ist von Bic. Nicht ganz. Es ist ein spezieller sogenannter Packlabo-Stift. Hätte ich dich gekannt, bevor du bei Seven Wars Wild mitgemacht hast, dann hätte ich dir diesen Stift geschenkt und gesagt, nimm den mit in die Wildnis und dieser Stift wird dich stärken. Der sogenannte Packlabo-Stift wird es dir einfacher machen in der Wildheit. Mhm. Wildnis heißt das deutsche Wort so. Pinke Stift für Nova. Der spezielle Seven Wars Wild, Seven Wars Mind Stift, wenn du so willst. Mhm. Er wird dich gleich, ich glaube, mit dem habe ich noch am wenigsten gearbeitet, soweit, er wird dich gleich stärken tatsächlich. Du kannst danach, ja, du musst einen anderen Stift mit dem, der ist jetzt Tonis, den hat sie sich gerade genommen, aber du kriegst dann, ich habe 5 dieser speziellen Prachtstifte, wie du gesehen hast, diese speziellen Packlabo heißt das System dahinter. Da sind Magneten drin und die werden dein Kronenchakra und dein Wurzelchakra und dein Bauchchakra werden sie miteinander, hör auf zu lachen, Isa, du weißt nicht mal, was das Wort bedeutet. wir machen gleich 3 Tests, um deine Kraft, deine körperliche Stärke zu testen, Nova. Oh ja. Jeweils während du diesen Stift festhältst und wenn du ihn nicht festhältst. Und dann wirst du hoffentlich einen Unterschied darin spüren. Sehr gut, 3 Tests quasi, während du diesen Stift festhältst und wenn du ihn nicht festhältst, halt ihn mal fest und guck mal, fühlst du schon was in deinen Chakren hier? Ist da, passiert da gerade was? Komm, Nova, hau mal raus. Wie geht's deinem Chakra gerade? Gut. Geht's deiner Aura? Gut. Gut. Welche Farbe hatte? Fühlt sich deine Aura gesäubert an? Oh, schwarz, ne? Oder? Nee. Nein. Deine Aura? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch Hab nicht. Habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ich danke dir. Cool. Hier ist Test Nummer 1. Füße einmal zusammen und einmal die Arme so zur Seite strecken. Jetzt mach die Arme bitte steif, dass ich draufdrücken kann. Mhm. Also einmal anspannen und den ganzen Oberkörper auch quasi, dass wenn ich hier drücke, dass du nicht, das heißt, du machst nicht so, sondern du machst alles sehr gut. Ja. Cool. Du kannst das linke Bein einmal anheben. Position aus der Flamingo, genau. Und wenn ich jetzt drücke und du hältst den Oberkörper steif, du kannst einen Ausfallschritt machen, dann fällst du irgendwann einfach um, ja? Sehr gut, cool. Kannst dich wieder zurückstellen, Füße wieder zusammen. Wenn du diesen Stift festhältst, wirst du merken, dass deine Balance viel besser ist als davor. Füße einmal zusammen, Arme zur Seite ausstrecken. Den auch. Anderen Arm, yes, nicht schummeln, genau. Dein Kronenchakra, mach mal so ein Chakra-Geräusch irgendwie, mach mal. Aber wieder steif machen, bitte. Ich spüre Chakra ist stark. Gut. Und jetzt dein das linke Bein anheben. Dann kannst du merken, dass du viel mehr Balance als davor hast. Merkst du den Unterschied? Halt den Oberkörper steif, nicht schummeln. Merkst du den Unterschied? Fakest du das? Nein. Wir machen den Gegentest nochmal. Gib mir den Stift zurück. Füße zusammen, Arme ausstrecken. Mhm. Fuß nach oben. Welchen? Links. Linken wieder, genau wie gerade. Gegentest. Merkst du den Unterschied? Wir gehen einen Schritt weiter. Füße wieder zusammen. Nova, fake den nicht. Daumen oder wie soll ich das fake? Daumen nach vorne. Einen Daumen reicht. Ach so. Super. Und ohne. Und jetzt sagt abonniert Reefed. Leute. Das ist ein Like da an der Stelle. An der Stelle mal Zap auch mal loslassen. Und ohne die Füße zu bewegen, drehst du deinen Oberkörper nach hinten quasi. Also so rum. Sehr gut. Nimm das quasi als Zielscheibe, weil du gekommen bist. Guckst auf deinen Daumennagel. Mhm. Dreh dich zurück. Halt den Stift. Du wirst merken, wenn du den Stift hältst, bist du nicht nur besser balanciert, du bist auch viel flexibler als davor. Dreh dich so weit du kannst nach hinten. Ich will nicht mehr. Gib mir den Stift zurück. Letzter Test, Füße zusammen. Einmal die Hände so aufstellen. Geht's an der Schulter, okay? Mach ernst, Nova. Ja, mach auf ernst. Ich mach die ganze Zeit auf ernst, das ist ja das Gruselige. Halt meine Faust. Faust einmal festhalten. Oh. Wenn ich mich in dich reinhänge, ich wiege so 60 Kilo oder so, dann werde ich dich, sogar fett gesagt, dann werde ich dich wahrscheinlich einfach umziehen irgendwann, ja. Das ist das Gewicht. Greif meine Faust. Halt fest. Was? Merkst du den Unterschied? Ja. Oh mein Gott. Kann ich mich theoretisch gesehen da auch reinhängen? Ja. Sie ist Hulk geworden. Ich will auch mich reinhängen. Warte kurz im Moment. Ich wiege auch 60. Wir gehen mit dir noch einen Schritt weiter. Ja, ich wiege auch mehr als 60. Isa, willst du deine rechte Hand einmal auf deinen Kopf legen? So. Auf deinen Kopf legen, sehr gut. Halt ganz entspannt. Wir sind in einer guten Position, hier die Hand wegzunehmen. Ja? Du wirst merken, dieser Stift funktioniert nicht nur bei Nova, der funktioniert auch bei dir, Isa, wenn du ihn festhältst. Mach mal ein Chakra-Geräusch. Sehr gut. Oh. Halt die Hand oben auf dem Kopf. Also halt sie angespannt, lass sie mich nicht wegnehmen. Also. Nova, kannst du einmal deine Hand hier drunter legen? Mhm. Würdest du sagen, du bist stärker als Isa wahrscheinlich? Nein. Versuch mal nach oben ihre Hand wegzunehmen. Du kannst eine zweite Hand drunter legen. Versuchst du es wirklich? Ich will auch nicht auf. Ich will auf. Ja, komm. Was stärker? Was? Okay, du kannst loslassen, Nova. Ich krieg's hin, ich krieg's auch. Oh mein Gott, Bruder. Ich habe einfach halb Scheiße. So, das funktioniert natürlich auch bei mir. Dann gehen wir gleich Isa einfach halb.
Die funktioniert natürlich auch bei mir, der Stift. Du kannst ihn kurz festhalten, Antonio. Der funktioniert auch bei dir, das zeige ich dir aber gleich noch. Okay, ja. Kann ich ihn auch behalten? Kannst du mal, würdest du deine Hand, beide Hände auf meine Schulter legen? So? Ja. Sehr gut. Okay, so? Genau. Mhm. Wenn ich sage drücken, dann schubst du mich nicht, sondern du drückst mich steady quasi. Also nicht in einem Schwung, sondern einfach mich steady nach hinten drücken. Okay, Nova, drücken. Mach den fertig. Genau, drückst mich, aber du kannst quasi versuchen, mich wegzuschieben. Nochmal, go, drücken, sehr gut, okay. Ich stelle mich auf ein Bein, dann ist es noch einfacher für dich, go. Oh, Entschuldigung. Perfekt. Du kannst deine Hände einmal auf ihre Schulter hinten mit drauflegen. Machen das Gleiche, wenn ich sage drücken, dann auch du nicht schubsen, sondern einfach steady quasi schieben. Ja, das heißt, du machst nicht in einmal, sondern ihr schiebt mich einfach vom Platz, go. Der Zug. Zug fährt los. Ja, schieben, genau. Sehr gut. Entschuldigung. Ja, alles gut. Und du machst das Gleiche. Es ist nur wichtig, dass du wirklich nicht in einem Schwung, ich habe meinen Stift auch in der Hand. Den kannst du in die Tasche stecken für ihn. Dann kannst du mir alle an. Der gehört jetzt mir. Okay. Schieben. 1, 2, 3, schieben. Genau. Okay. Nochmal zurück. 1, 2, 3, schieben. Ja, perfekt. Okay, alles klar. Gut, gut. Ich nehme den Stift einmal. Okay, Stift ist hinter meinem Ohr. Aktiviert jetzt meinen Chakra. Ich stelle mich auf ein Bein und langsam schieben. Funktioniert das auch mit der Go. Schieben. Ja, 60 Kilo am Arsch, Alter. Der wird keine Zeit. Nova, streng dich mal an, ey. Was? Leute, ich stehe auf einem Bein. Schieben. Komm schon, Leute, ich stehe auf einem Bein. Wirklich. Was ist los? Okay. Leute, halt fest. Ah! Dicker. Kannst du dich einmal hinsetzen? Perfekt. Euch beide brauche ich, Nova und Isa. Mhm. Ihr werdet gleich Wunderbares vollbringen. Den Stift brauche ich für den Moment, nehme ich den ab, den kriegst du gleich. Ja, ich übernehme jetzt die Rolle von zwei. Normalerweise machen wir das mit 4 Leuten. Jetzt haben wir natürlich nur 3 Mitspieler und Kameramann ist eingebunden. Dementsprechend mache ich jetzt die Rolle der zwei. Aber ihr könnt das nachmachen mit euren Freunden. Irgendwie, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das gleiche Experiment nachvollziehen. Im Grunde versuchen wir gleich das Folgende. Und zwar versuchen wir, Toni von ihrem Stuhl hochzuheben, nur auf unseren Fingerspitzen. Ist sehr einfach. Ihr macht da, ihr müsst eine Position lernen. Und zwar müsst ihr die Hände einmal zusammenlegen, einmal falten. Oh, geht das? Das geht. Ja. Aber so machen? Sehr gut. Okay. Ihr geht unter Tonis Arme quasi, unter den Armen. Achsel. Mein Schweiß. Genau. Ja. Yes, sehr gut. Und ich mache das unter den Knien, wenn das cool ist. Ja. Immer quasi so. Ich weiß nicht, ob das so geht, aber wahrscheinlich schon. Wir testen einmal. Wir testen einfach einmal. Versucht mal anzuheben. Okay. Schwer genug. Okay, alles klar. Schwierig. Auch schwieriger als erwartet, weil ich jetzt 2 mache, aber das müsste hoffentlich trotzdem gehen. Wir gehen durch ein Ritual, um zu lernen. Ihr könnt die Hände rausnehmen. Also, du möchtest da gerne noch ein bisschen chillen. Wenn du noch eure Hände drin hast. Wenn du gerne noch, wenn du noch chillen möchtest, dann kannst du es machen. Um euch quasi stark zu machen, wir machen das wie folgt. Ich zähle von 1 bis 6 in diesem Fall und bei jeder Zahl, die ich zähle, macht ihr eine Sache und ich eine Sache. Danach kriegst du deine Aufgabe und zwar zähle ich. Das könnt ihr zu Hause übrigens auch ausprobieren. Wenn ihr zu 5 seid, stellt ihr 1, 2, 3, 4 an die Knie hin. Dann geht es jeweils unter einem Knie und eine Person auf dem könnt ihr zu Hause, ist safe, könnt ihr ausprobieren. Zähl also von 1 bis 6. Auf 1, Nova, machst du deine Hand über Tonis nicht drauf, sondern über ihren Kopf. Testen einmal. 1. Isa, 2, deine Hand darüber. 2. 3 ist meine Hand. 4. 5. Jetzt habt ihr Zusatzgewicht. 6. Wenn wir das haben, dann machen wir 1, 2, 3. Und dann machen wir so einen Teamschrei quasi, so einen motivierenden Teamschrei. Ja. Hat jemand einen Tipp für ein Motto? Sonst würde ich sagen, Schere hoch. Machen wir 1, 2, 3. Schere hoch. Sehr gut. Oder go, Typ. Nein, so wir machen Schero. Ja, wir machen Schero. Nein? Okay. Das ist die Energy, die ihr braucht, Isa. Ich liebe dich so. Wenn wir das haben, ist wichtig, dass ihr so schnell wie möglich in diese Position geht. Okay. Unter ihre Arme. Genau. Und unter das ist der ganz schnelle Abflug von Naruto. Quasi hierhin. Ja. Kennst du das? Wo Kakashi so ist und dann der ganz schnelle Abflug? Ja. Dann so einen Ausbohrer gibt? Ja. Weil du ein Macher bist. Ja. Gar kein Problem. Dann geht es so schnell wie möglich drunter und dann ist es 1, 2 und auf 3 heben wir. Das ist der Grundablauf. Du kriegst gleich eine Aufgabe. Wir testen es einmal. Es geht dabei wirklich im Timing. Das heißt, wir brauchen so 20 Sekunden. Einfach muss Teil durchgezogen werden. Wir testen es einmal durch. Probe. Und dann kriegst du eine Aufgabe. Machen einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Schere hoch. Runter. 1, 2, 3. Okay, entspannt euch. Sehr gut. Das ist genau richtig. Oh, nee, so, super. Perfekt. Ich war total motiviert. Du kriegst einen Stift. Bitte schön. Du setzt dich gerade hin, du spannst den ganzen Körper an und denkst hoch, 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 hoch. Du machst die Hände so zusammen, als würdest du beten quasi und legst einfach hoch, 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 hoch. So. Bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Schere hoch. Drunter. 1, 2, 3. Heben. Go, 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 go. Und langsam wieder absetzen. Okay, gut. Ich gucke unten. Es ist schon weiter hochgegangen als gedacht. Darf ich sagen, ich freue mich, wenn Leute zu meiner Tour kommen. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, mach das. Komm zu meiner Tour. Ja, mein Game heißt das Programm, letzte Rutsche. Wann fängt deine Tour an? Mitte September. Und wo bist du überall? Überall in Deutschland. Das könnt ihr auch zu Hause
mitmachen. Wir machen Hypnosetests. Wir gehen Richtung Hypnosetests rein, um zu gucken, mit wem wir was, wie oder wie auch nicht machen können und so. Und Hypnose funktioniert, im Grunde funktioniert Hypnose mit allen Menschen ganz gut. Der Unterschied ist aber, dass es nicht, die Bühnenhypnose nicht mit allen Menschen gleich gut funktioniert. Du brauchst nämlich für die Bühnenhypnose Menschen, die besonders spektakulär auf bestimmte Phänomene der Hypnose besonders schnell reagieren. Die könnt ihr zu Hause auch nachmachen oder mitmachen zumindest. Okay, also Hypnosetest, bitte Füße einmal auf den Boden braucht ihr. Hände einmal nach vorne. So, die Hände einmal zusammen, Daumen über Kreuz, Zeigefinger nach oben, Hände einmal anwinkeln. Sehr gut, genau, wie so eine Pistole. So, das Wichtige ist, dass ihr euch wirklich auf das konzentriert, worum ich euch bitte, euch darauf zu konzentrieren, sonst funktioniert es nicht. Es ist euer Kopf, wenn ihr mich noch nicht reinlässt, dann kann ich da auch nichts ausrichten, das ist das Wichtige. Füße zusammen, genau, die Augen bleiben kurz geöffnet. Noch nicht jetzt, aber gleich macht ihr die Augen zu. Sobald die Augen zu sind, macht ihr so einen großen Abstand zwischen euren Zeigefingern. Mhm. Macht ihr so quasi. Wenn ihr das gemacht habt, stellt ihr euch an euren Zeigefingerspitzen zwei Magnete vor. Wenn ihr das gemacht habt und mich schnipsen hört, stellt euch vor, wie die Magnete eure Zeigefingerspitzen zueinander hinziehen. Mhm. Okay? Das okay. Alles. Augen zu. Macht einen großen Abstand zwischen euren Zeigefingern. Stell dir an deinen Zeigefingerspitzen zwei Magnete vor und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deine Finger zueinander hinziehen. Dann wirst du merken, wie sich deine Finger aufeinander zu bewegen. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die vergeht, mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, weiter und weiter aufeinander zu, bis sich die Fingerspitzen berühren. Und wenn du dich dagegen wehrst, darfst du den Fingern erlauben, sich aufeinander zuzubewegen und sich zu schließen. Und sobald sich die Finger berühren, darfst du die Augen wieder öffnen, aber nicht vorher. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die vergeht, mit jedem Moment, den du meinen Worten lauscht, weiter und weiter, stärker und stärker aufeinander zu, bis sich die Fingerspitzen berühren. Und wir geben dem Ganzen noch so 5 Sekunden. 4, 3. Ich habe es geschafft. 2, 1,5. Nein, nein, sehr gut. Nein. 0. Gut, mach die Augen auf. Nein. Fast da gewesen, bei dir ging es sehr schnell. Und bei dir ging es, glaube ich, auch schnell. Du hast dich, glaube ich, nur extrem dagegen gewehrt. Ja. Du hast, glaube ich, extrem versucht, die Finger nicht zueinander hinkommen zu lassen. Ja. Wir gehen in den zweiten Hypnosetest rein. Ihr könnt zu Hause auch einfach wieder mitmachen. Das Wichtige ist, du kannst dich dagegen wehren. Und das ist auch in jedem Moment so. Nur wer hätte sich dagegen auch wehren können, natürlich. Das Wichtige ist, dass wenn du sagst, okay, du fokussierst dich drauf und lässt es in dem Moment passieren, dann funktioniert es noch besser. Okay. Während geht. Ich sage das auch immer auf der Bühne. Wenn sich jemand dagegen wehrt und sagt, ich komme nur auf die Bühne, um dir zu beweisen, dass du mich nicht hypnotisieren kannst, dann hast du schon gewonnen in dem Moment, weil es dein Kopf ist. Und letzten Endes ist Hypnose ein fast kollaborativer Prozess. Füße wieder auf den Boden, Hände einmal nach vorne, schau auf den Abstand zwischen deinen Handflächen, schließ die Augen und stell dir an deinen Handinnenflächen dieselben zwei Magnete vor. Erschreckt euch nicht, ich berühre gleich kurz eure Handinnenflächen. Macht ihr zu Hause auch. Genau hier, genau hier, genau hier. Handinnenflächen dieselben zwei Magnete vorstellen und stell dir jetzt vor, wie die Magnete deiner Handinnenflächen zueinander hinziehen. Dann wirst du merken, wie auch hier die magnetische Kraft immer stärker wird, deine Hände immer weiter, immer schneller zueinander hinzieht, bis sich deine Handinnenflächen berühren. Und sobald sich die Handinnenflächen berühren, darfst du die Augen wieder öffnen, aber nicht davor. Man kann spüren, wie die magnetische Kraft immer stärker wird, wie sich deine Hände immer weiter aufeinander zu bewegen, bis sich die Handinnenflächen berühren. Und sobald sich deine Handinnenflächen berühren, darfst du die Augen wieder öffnen. Aber erst dann, das ist wichtig, mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die du meinen Worten lauscht, weiter und weiter aufeinander zu, bis sich deine Handinnenflächen berühren. Ich glaube, meine machen nichts. Nur es ist Bewegung drin, aber relativ langsam. Wir geben dem Ganzen noch 5 Sekunden. 4. 3, 2, 1, 0. Fantastisch. Sehr gut. Kannst die Augen auch aufmachen, Toni? Fantastisch. Kannst die Hände einmal ausschütteln. Sehr gut. Okay, wir gehen gleich in eine sogenannte hypnotische Induktion. Hypnotische Induktion ist der Moment, wo Ober- und Unterbewusstsein kurz getrennt werden. Ich fange an mit Nova, weil das am besten funktioniert hat. Noch gucken wir, wo wir was wie weitermachen. Eine Fehlinfo zur Hypnose oder was Leute oftmals falsch denken bei Hypnose ist, dass man zu jedem Zeitpunkt komplett weg ist. Es braucht nicht so zu sein. Es gibt Menschen, die sind komplett weg. Es gibt Menschen, die träumen und es gibt Menschen, die sind so halb bei der Sache und hören die Hälfte von dem irgendwie, was so passiert, haben aber trotzdem ein Gefühl der Unfreiwilligkeit, so wie du das gerade gehabt hast, dass sich die Hände irgendwie aufeinander zu bewegen und man da nicht so richtig was gegen machen kann. Ich wollte auch nichts gegen machen. Nee, genau. Also ich glaube, das ist ja nicht der Sinn, I guess. Genau, es ist auch nicht der Sinn. Genau, letzten Endes ist es, wenn du mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeitest, dann hast du halt diese Erfahrung und dann passiert das und dann fühlt sich das unfreiwillig an. Ist es aber natürlich nicht. Du kannst dich theoretisch zu jedem Moment dem Ganzen zur Wehr setzen. Das ist wichtig insofern, als dass man bei der hypnotischen Induktion kommt irgendwann das Wort Schlaf. Das ist der Moment, den du vielleicht aus dem Fernsehen kennst, wo jemand sich entspannt irgendwie, der Nacken sich entspannt, die Augen sich entspannen und so weiter. Und es Menschen gibt, die denken, aha, ich kriege ja noch so halb was mit, also funktioniert das nicht und sich selber wieder aus der Hypnose rauskicken. Es funktioniert aber, wenn man den Prozess vernünftig durchläuft, funktioniert das trotzdem und dann wirst du auch die Erfahrung haben, von denen ich dir
hoffentlich anbieten kannst, sie haben wirst. Das ist wichtig vorneweg. Wir machen nichts, das peinlich ist, wir machen nichts, das wehtut, wir machen nichts, das irgendwie incriminating ist oder so. Es ist alles völlig entspannt. Es geht nur darum zu zeigen, wie stark dein Unterbewusstsein eigentlich ist. Ist cool für dich? Ja. Sehr gut. Ging gleich also in die hypnotische Induktion. Obwohl Hypnose kein Schlaf ist, sage ich trotzdem in einem bestimmten Moment das Wort Schlaf. Das ist das Signal für dein Unterbewusstsein, die Nackenmuskeln zu entspannen, die Augen zu schließen, den Kopf sacken zu lassen, den ganzen Körper zu entspannen und dich einfach in die Erfahrung reinfallen zu lassen. Aber das muss ich nicht machen, sondern das macht es selbst, oder? Das siehst du dann. Okay. Kann so ähnlich sein wie bei den Magneten. Füße fest auf dem Boden, die Augen erst dann wieder öffnen. Wenn ich dich bitte, die Augen zu öffnen, gib mir die Hand. Sehr gut, die Augen kannst du kurz öffnen. Ich meine gleich, wenn sie zu sind. Ups. Und gib mir die, kannst du kurz hängen lassen. Fantastisch, sehr gut. Und noch einmal die Hand, bitte. Und schau genau hier auf die Handfläche. Schau, wie sich die Hand deinen Augen nähert, wie sich der Fokus deiner Augen verändert und die Neigung deiner Augen sich zu schließen, desto näher die Hand kommt. Und sobald die Hand deine Stirn berührt, die Augen schließen, Nacken entspannen. In 3, schwerer, schwerer, 2, schwerer, schwerer, 1. Und schlaff, treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen. Desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Die Hand bleibt genau hier und stützt deinen Kopf. Du kannst dir selber erlauben, dich tiefer, tiefer, weiter, weiter in diesen wunderschönen Zustand der Trance und Entspannung sinken zu lassen. Nicht erschrecken, ich berühre dein linkes Handgelenk und du kannst es komplett entspannt fallen lassen. Fantastisch, denn desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Und ich bin neugierig, denn ich weiß, dass dein linker Arm viel leichter ist als dein rechter Arm. Und wenn du mich gleich schnipsen hörst auf 3, kannst du spüren, wie der linke Arm langsam anfängt, in die Luft zu steigen, wie gezogen von 20 Ballons. Es ist 1, es ist 2 und es ist 3. Spüren wie 20 Ballons langsam den Ballon, den linken Arm in die Luft heben, nach vorne und über deinen Kopf hinweg, genau so. Denn desto leichter der Arm wird, desto tiefer kannst du sinken und desto tiefer du sinken kannst, desto leichter wird der Arm, ist die Hand und der ganze Arm immer weiter, immer schneller, immer leichter in die Luft, bis ganz über deinen Kopf. Und desto höher der linke Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken und desto tiefer du sinkst, desto höher kann der linke Arm steigen mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Wort, das du mich sprechen hörst, mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter und weiter, bis ganz über deinen Kopf, bis er ganz an die Decke zeigt. Desto höher der Arm steigt, desto besser fühlst du dich. Dass du dich fühlst, desto höher kann der Arm steigen. Und während das passiert, kannst du spüren, kannst du merken, dass es zu einer absoluten Wahrheit wird, dass du von jetzt an mit jedem Geräusch, das du um dich hörst, mit jedem Störgeräusch, das du wahrnimmst, mit jedem Lachen, mit jedem Klatschen, mit jedem Geräusch von innen oder außen, tiefer und tiefer in diese wunderschöne Entspannung sinken kannst. Ich zähle gleich von 1, nichts stört dich mehr. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 klatsche ich in die Hand. Sobald ich in die Hand klatsche, fällt der linke Arm wieder an deine Seite wie ein nasser Sack Wasser und schickt dich doppelt so tief in diese wunderschöne Entspannung. Ich zähle von 1 bis 3. Auf 3 klatsche ich in die Hand. Sobald ich in die Hand klatsche, fällt der Arm wieder an deine Seite wie ein nasser Sack Wasser und schickt dich doppelt so tief in die Entspannung. Es ist 1, es ist 2 und es ist 3. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, weiter und weiter in diese wunderschöne Entspannung sinken. Mit jedem Geräusch, das du um dich herum hörst, kannst du dir selber erlauben, dich selber zu entspannen. Die nächsten Worte sind nicht für dich bestimmt. Nichtsdestotrotz singst du mit jedem Wort tiefer und tiefer. Antonia, wie ist das, das zu sehen in dem Moment? Oder Isa, wenn du jetzt daneben sitzt, wie ist es, das zu sehen? Das ist krass. Und Nova darf sich selbst erlauben, tiefer und tiefer zu sinken. Weil sie ist, also, das ist krass. Sieht krass aus, ne? Ja, sieht krass aus. Super witzig. Nova, die nächsten Worte sind wieder für dich bestimmt. Mit jedem Moment, der vergeht, dir selber erlauben, dich tiefer und tiefer weiter und weiter sinken zu lassen. Denn desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du einen kurzen Moment die Augen, aber nicht vorher. Du bleibst ungefähr auf der Hälfte dieser Trance hängen. Alles, was ich dir von dem Moment an über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Wenn ich das Wort Schlaf sage, sinkst du automatisch doppelt so tief zurück in diese wunderschöne Entspannung. Es ist 1. Es ist 2. Bleibst vollkommen entspannt. Und es ist 3. Langsam die Augen auf. Die Hand bleibt für den Moment, wo sie ist. Fantastisch. Und wenn die Augen geöffnet sind, kannst du die rechte Hand langsam sinken lassen. Sehr gut. Stretch dich kurz. Komisches Gefühl, oder? Steh kurz auf. Komm kurz rüber. Bist du rechts- oder linkshänderin? Rechts. Rechts. Kurz einmal nach vorne. Mal für die Leute, die auch zugucken, Hypnose-Erfahrung soweit, so wie erwartet oder anders als erwartet? Das war ganz weird irgendwie. Ganz weird. Okay, Füße bleiben auf dem Boden. Hand einmal zur Seite, bitte. Ja. Mach eine Faust, bitte. Mach diese fest, du kannst. Ich würde gleich, wenn deine Augen geschlossen sind, deine Schulter, deinen Ellbogen und deine Faust berühren. Ist cool? Ja, ja. Alles klar. Mach die Augen bitte zu. Mach die Faust so fest, wie du kannst. Sehr gut. Und Nova, stell dir bitte vor, dass durch deinen Arm von der Schulter bis in den Ellbogen bis in die Faust eine Eisenstange läuft. Kannst du dir das vorstellen? Mhm.
Stell dir vor, dass es eine Eisenstange ist, die so stark ist, dass nicht der stärkste Mensch auf der ganzen Welt diese Eisenstange biegen könnte. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Dann wirst du merken, wenn ich noch nicht jetzt, aber gleich versuche, diese Stange zu biegen, desto mehr ich es versuche, desto mehr bekomme ich Widerstand und desto mehr that's it. Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich es überhaupt versuchen. Und du kannst spüren, wie dieser Arm und diese Muskeln immer, immer steifer, immer, immer fester werden, immer, immer stärker. Und du hältst sie so fest, wie du kannst. Sehr gut. Und du weißt natürlich, dass dein Unterbewusstsein viel stärker ist als dein Oberbewusstsein. Und wenn du dir 100% sicher bist, dann darfst du die Eisenstange so festhalten, wie du möchtest und versuchen, sie zu biegen. Du wirst merken, dass das nicht geht. Desto mehr du es versuchst, desto weniger geht es. Und desto weniger es geht, desto weniger wirst du es überhaupt versuchen. Nova, versuchst du schon, die Stange zu biegen? Versuchst du es wirklich? Ja. Wie fühlt sich das an? Das ist alles ganz weird. Du wirst merken, sogar wenn du die Augen öffnest, kannst du die Stange nicht biegen. Es ist absolut unmöglich. Wie fühlt sich das an? Digga. Digga. Hä, ihr checkt das nicht, Junge, das ist... Hey, jetzt kennst du den Arm nicht. Leg doch mal deinen Arm ein. Junge, ich versuch's doch! Streng dich doch mal an! Es geht nicht, ich check das nicht. Aber guck doch da, geht's doch. Schau, was passiert, wenn ich in die Hand klatsche, kannst du es biegen wie eine Nudel. Es ist 1, 2 und 3 ganz entspannt biegen. Ich will das nicht mehr machen. Aber den Arm ist alles gut. Ja. Ist das krass. Folgt bitte meinem Finger, nur mit den Augen, nicht mit dem Kopf. Nimm den Augen nicht mit dem Kopf, nur die Augen, sehr gut. Noch nicht jetzt, aber gleich machst du die Augen zu. Sobald du die Augen schließt, schaust du bitte weiter auf diesen Punkt. 3, 2, 1, weiter auf den Punkt schauen, Augen schließen. Stell dir vor, dass dieser Punkt sich in ein Vorhängeschloss verwandelt. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und dass wir das abschließen. Und du wirst merken, solange du auf dieses Vorhängeschloss schaust, ist es genau wie mit dem Arm absolut unmöglich, deine Augen zu öffnen. Schau auf das Schloss, versuch die Augen zu öffnen. Du wirst merken, dass das nicht geht. Desto mehr du es versuchst, desto weniger geht es. Versuchst du es schon. Wie fühlt sich das an? Das ist gut. Streck den rechten Arm nach vorne. Ich gebe dir den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Mach das Schloss mit dem Schlüssel auf. Soll ich das so machen? Mhm. Und mach die Augen auf. Ich will das alles nicht mehr. Ist das schwer? Passiert das wirklich? Digga, das ist anders weird. Als ob du die Muskeln, die dafür benötigst, die in dem Moment einfach nie mehr funktionieren. Das ist nämlich eine spezielle Hypnose-App in diesem Handy. Ob du sehen kannst, schau mal hier in die Hypnose-App rein. Tiefen Atemzug, gib mir einen High-Five bitte. Und schlaf, treiben lassen, gehen lassen, ganz einfach geschehen lassen. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. In diesem wunderschönen tiefen Schlaf. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du gehen. Ich zähle gleich von 1 bis 5. Mit jeder Zahl, die ich zähle, kommst du wieder zurück ins Hier und Jetzt, wirst wieder Herr und Meister deines Körpers, deines Geistes und deiner Seele. Mit jeder Zahl, die ich zähle, nicht erschrecke, ich berühre deine Handgelenke. Mit jeder Zahl, die ich zähle, kannst du spüren, wie beide Handgelenke langsam anfangen, in die Luft zu steigen, gezogen von 20 Heliumballons, rote, herzförmige Heliumballons. Es ist 1. Spüren, wie die Hände langsam leichter werden, langsam anfangen, in die Luft zu steigen, wie du wieder Herr und Meister deines Körpers, deines Geistes und deiner Seele wirst. Die Hände werden immer leichter, fangen langsam an zu steigen. Es ist 2. Desto höher die Hände steigen, desto mehr kommt die Spannung langsam zurück in deinen Körper und fühlst du dich gut. Ein Lächeln schleicht sich langsam auf dein Gesicht und wird von da aus zu einem Lachen, das irgendwann nicht mehr zu unterdrücken ist. Du fühlst dich immer positiver, desto höher diese Ballons dich ziehen. Du kannst außerdem spüren, wie du wieder die Kontrolle über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele erlangst. Du hast wieder die absolute Kontrolle. Es ist 3. Spüren, wie das Lächeln breiter wird, wie das Lächeln immer größer wird, wann auch immer du in Zukunft an 20 rote Heliumballons denkst und die Hände in die Luft hebst, kannst du spüren, wie du dich sofort viel besser fühlst als noch im Moment davor. Das Lächeln wird immer größer. Du hörst die Stimme in deinem Kopf fast, als würde sie dir Witze erzählen. Du kannst das Ganze nicht mehr unterdrücken. Es wird immer schöner. Es ist 4. Fast ganz über dem Kopf, wann auch immer du in Zukunft an diese Ballons denkst, fühlst du dich einfach gut. Das Lächeln kommt automatisch auf dein Gesicht zurück und es ist 5. Augen auf. Mal ausschütteln. Wie fühlst du dich? Ich so dünn. Mach mal den Arm bitte so, mach mal, bieg mal, teste welchen? Mal. Den hier? Ja, ist okay, ja. Super. Ja. Ich zeig dir noch eine Sache, die Hände bitte einmal nach vorne so. Mach deinen Kopf mal quasi leer, einfach in Neutralzustand, schließ die Augen und stell dir bitte 20 rote Ballons vor und schau, was passiert, wenn ich langsam deine Hände hebe, 20 Ballons, dann kannst du spüren, wie das Lächeln zurück auf dein Gesicht kommt. Wenn du dich gut fühlst. Sehr gut, fantastisch. Du kannst die Augen aufmachen. Das ist ein sogenannter hypnotischer Anker, das kannst du mitnehmen, wann auch immer du das machst, fühlst du dich besser als davor. Hä, wie gut. Hä, wie gut. Kein Antidepressiver mehr, what the fuck. Boah, Anker. Das habe ich nicht gesagt. Diese Empfehlung kam nicht von mir. Hand bitte einmal. Schau hier auf die Hand, schau, wie die Hand näher an dein Gesicht kommt, wie sich der Fokus deiner Augen verändert und die Neigung deiner Augen sich zu schließen, desto näher die Hand kommt. Und sobald die Hand deine Stirn berührt, darfst du die Augen schließen, die Nackenmuskeln entspannen in 3,
zwei, schwerer, schwerer, eins und schlaff treiben lassen, gehen lassen, ganz einfach geschehen lassen, die Hand genau hier hängen lassen. Denn desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken mit jedem Atemzug, der vergeht in diesem wunderschönen Moment der Entspannung. Nicht erschrecken, ich berühre dein linkes Handgelenk, du kannst dir selber erlauben, es komplett entspannt hängen zu lassen. Denn desto tiefer du gehst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du gehen. Ich weiß und bin neugierig, dass deine linke Hand viel leichter ist als die rechte Hand und wenn du mich gleich schnipsen hörst, kannst du spüren, wie die rechte Hand langsam anfängt, wie die linke Hand langsam anfängt, in die Luft zu steigen, wie gezogen von 20 Ballons. Es ist 1, es ist 2 und es ist 3. Spüren, wie der linke Arm langsam leichter wird, langsam in die Luft steigt, wie gezogen von 20, 30, sogar 40 Ballons, genau so. Langsam immer höher, und desto höher der Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken, desto tiefer du sinkst, desto höher kann der Arm steigen, mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, mit jeder Sekunde, die du meinen Worten lauscht. Und desto höher der Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken, und desto tiefer du sinken kannst, desto höher kann der Arm steigen. Und spüren, wie der Arm immer, immer schneller, immer höher in die Luft steigt. That's it. Denn desto höher der Arm steigt, desto tiefer kannst du sinken. Und desto tiefer du sinken kannst, desto höher kann der Arm steigen. Ich zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 klatsche ich in die Hände. Sobald ich in die Hände klatsche, kannst du spüren, wie der rechte-linke Arm wieder zurück an deine Seite fällt, wie ein nasser Sack Wasser und dich doppelt so tief in diese wunderschöne Entspannung bringt. Es ist 1. Es ist 2. Und es ist 3. Spüren, wie du immer tiefer in diesen wunderschönen Zustand sinken, fallen, einfach gehen kannst. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Zähl gleich von 1 bis 3. Bei 3 angekommen, öffnest du die Augen, bleibst aber vollkommen entspannt. Alles, was ich dir von diesem Moment an über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Denn desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken. Wann auch immer ich das Wort Schlaf sage, sinkst du automatisch doppelt tief zurück in diese wunderschöne Entspannung. Zähle gleich von 1 bis 3. Auf 3 öffnest du die Augen. Alles, was ich dir über deinen Körper, deinen Geist und deine Seele sage, wird zu deiner absoluten Wahrheit. Du bleibst vollkommen entspannt. Es ist 1. Es ist 2. Und es ist 3. Langsam Augen auf. Und langsam Körper aufrichten. Sehr gut. Stranges Gefühl. Mhm. Alles cool. Mhm. Siehst verschlafen aus. Mhm. Rechts oder links hinein? Hä? Rechts oder links hinein? Rechts. Dann bitte du siehst sehr verpeilt aus. Alles gut. Dann bitte einmal den rechten Arm nach vorne und bitte einmal mit gestrecktem Arm die Flasche greifen. Gut, warte. Ja, sehr gut. Kannst du heben, ja? Mhm. Einfach einmal heben, genau. Und wieder absetzen. Perfekt. Okay, schau bitte genau hier auf die Flasche. Mhm. Und stell dir vor, dass dieser Arm und diese Muskeln immer, immer fester werden, immer, immer steifer werden. Dann wirst auch du hier wieder merken, wie mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, diese Muskeln immer, immer fester, diese Muskeln immer stärker werden. Und wenn ich gleich versuche, diesen Arm zu bewegen, wirst du schon jetzt merken, desto mehr ich versuche, desto mehr derzeit Widerstand bekomme ich und desto mehr Widerstand ich bekomme, desto weniger werde ich es überhaupt versuchen, deinen kompletten Fokus oben auf die Flasche. Du wirst merken, wie diese Finger langsam an der Flasche kleben, langsam immer fester werden, wie der Fokus hier immer größer wird, wie die Spannung in Finger und Hand immer größer wird, immer fester, immer stärker, immer stärker. Und du wirst merken, wie diese Flasche immer, immer fester wird, immer, immer schwerer wird, mit jedem Moment, der vergeht, mit jedem Atemzug, den du nimmst, immer weiter zum Tisch hin, immer weiter nach unten gezogen, die Schwerkraft immer weiter. Und du wirst merken, wenn du gleich versuchst, diese Flasche zu heben, diesen Arm zu biegen, in diese Flasche zu heben, wirst du merken, dass das nicht geht. Desto mehr du es versuchst, desto weniger wird das gehen. Desto weniger es geht, desto weniger versuchst du es überhaupt. Halt die Flasche so fest du kannst, versuch den Arm zu biegen, um sie zu heben. Du kannst merken, dass das nicht geht. Versuch sie wirklich zu biegen, versuchst du schon. Merken, wie sie immer schwerer wird, immer weiter wieder nach unten zieht, fast sogar immer, immer schwerer. Versuchst du es wirklich? Was für ein Gefühl ist das? Versuchst du den Arm zu biegen? Versuchst du schon? Was für ein Gefühl ist das? Oh mein Gott, du Jack. Ich kann meinen Arm nicht biegen. Ich kann meinen Arm nicht biegen. Es ist anstrengend, ich kann meinen Arm nicht biegen. Ja. Und schau, was passiert, wenn ich in die Hand klatsche, kannst du den biegen wie eine Nudel. Jetzt. Ja. Geht's am Rücken und so weiter, okay? Rücken ist okay. Alles klar, dann würde ich gerne eine Sache probieren, steh bitte auf. Stell dich einmal vor mich, aber mit dem Rücken zu mir quasi. Füße bitte einmal zusammen. Ich würde dich gleich fangen unter den Arm und ich merke, das ist okay. Alles cool, alles klar, perfekt. Trust me? Sehr gut, okay. Ich zähle gleich von 3 bis 0. In dem Moment, während ich von 3 bis 0 zähle, kannst du spüren, wie eine Kraft dich langsam nach hinten zieht. Ich stehe hinter dir, ich fange dich. In dem Moment, wo du fällst, kannst du spüren, wie dein Unterbewusstsein sich noch weiter öffnet, du langsam nach hinten fällst und im Fall noch die Augen schließt, dir langsam selbst erlaubst, dich wieder in diese wunderschöne Entspannung fallen zu lassen, vollkommen entspannt nach hinten. Schau bitte nach vorne, schau genau hier auf den Finger. Schau weiter auf diesen Punkt. Und du kannst spüren, wie eine magnetische Kraft dich langsam nach hinten zieht. Ich stehe genau hinter dir, ich bin genau hier. Und während die Kraft immer stärker wird, und schlaff, treiben lassen, gehen lassen, einfach geschehen lassen, dir selber erlauben, dich treiben zu lassen, gehen zu lassen.
einfach geschehen zu lassen. Und desto tiefer du sinkst, desto besser fühlst du dich. Und desto besser du dich fühlst, desto tiefer kannst du sinken mit jedem Moment, der vergeht, weiter in diese wunderschöne Entspannung. Und ich bin neugierig, denn ich weiß jetzt, dass nicht nur eine, sondern beide deiner Hände viel leichter sind als der Rest deines Körpers. Nicht erschrecken, ich fasse beide Hände einmal an. Das ist 1. Und das ist 2 und du kannst spüren, wenn ich gleich von 1 bis 3, von 1 bis 5 zähle, wie beide Hände langsam in die Luft steigen, langsam anfangen in die Luft zu steigen, wie gezogen von 20 Ballons. Das ist 1, spüren, wie die Hände langsam immer leichter werden, beide Hände immer leichter, wie es über den Kopf nach oben. Und desto leichter die Hände werden, desto weiter steigen sie nach oben, gezogen von 20, 30, 40 Ballons weiter in die Luft, weiter nach oben. Spüren, wie im selben Moment die Spannung positiv wieder zurück in deinen Körper kommt und du langsam wieder Herr deiner Sinne und deines Geistes wirst. Es ist 2, spüren, wie auch die rechte Hand immer leichter wird, langsam nach oben streben möchte und du kannst dir erlauben, nach oben zu steigen. Desto höher die rechte Hand steigt, desto tiefer kannst du wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt und desto mehr du zurück ins Hier und Jetzt kommst, desto höher steigt die rechte Hand. Es ist 3, spüren wir diese Ballons, genau wie bei Nova, langsam Positivität in deinen Körper strömen lassen und wie sich das vielleicht sogar in einem Lächeln, das deine Lippen umspielt, äußert, wie das Lächeln vielleicht sogar immer größer wird und wenn das Lächeln größer wird, darfst du ihm erlauben, sich auf deinem Gesicht auszubreiten, desto höher die Ballons steigen, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto höher steigen die Ballons und das Lachen wird immer stärker, immer größer, fantastisch, breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Es ist 4, desto höher die Ballons steigen, desto besser fühlst du dich und desto besser du dich fühlst, desto höher steigen die Ballons. Und noch immer du in Zukunft an 20 Ballons denkst und die Hände in die Luft streckst, fühlst du dich genauso gut wie jetzt und besser als davor. Und es ist 5, Augen auf, wieder ganz im Hier und Jetzt. Okay, what the fuck? Geil, seltskrank. Auf einmal liegt sie auf dem Boden und chillt da. Und wie hat sich das angefühlt, als Rita? Ganz seltsam. Der Fall war ganz seltsam. Ich lasse mich auch eigentlich nicht auffallen. Ihr rechnet mit. Rechnet im Kopf. Zu Hause rechnet auch mit und tippt das Resultat in den Chat rein oder so. Rechnet mit. Ihr haltet das Resultat für den Moment für euch im Kopf, okay? Okay. Beginnt sehr langsam. Auch nicht in den Chat gucken. Auch nicht in den Chat gucken. Okay. Rechnet sehr langsam, okay? Mhm. Also, 1000 plus 40 plus 1000, ja, plus 30, okay, plus 1000, plus 20, ja, plus 1000, plus 10. Resultat im Kopf? Mhm. Ja. Was ist das Ergebnis? Zeig ich den Finger zum Beispiel mal einen anderen, 5100? 5.100? War das richtig? Ich habe 5.000. 5.000? 5.000. 5.000? Oh, oh, woher kommt die 100? Woher kommt die 100? Alle Unrecht, es ist 4.100. Was? Ihr liegt alle falsch. Nein. Oh, ihr wart falsch mit der 100. Falsch. Die 100 war richtig. Ted, die 100 war richtig. Fuck. Hä? Ja, aber 1000 daneben. Hier ist die Rechnung. Rechne es nach. Rechne es durch. Hier, nimm es in die Hand. Rechne es nochmal. Von oben nach unten. Rechnen. Das war um 1000 verschätzt, aber ja. Kannst laut, rechne es laut vor. 1000, 1040, 2040, 2070, 3070, 3090, 4090, 5000. Wie viel ist 4090 plus 10? Oh, 4100. Oh mein Gott. Oh, heilige Mann. Scheiße. Aber du immer danach 1000 gesagt hast, dann hast du es automatisch dazu berechnet. Wir sind aber nur krass, dumm gewesen. Ich brauche gleich von dir eine Zahl, Toni. 1 bis 100. Das sind wir uns mit den Augen. Da geht es gleich um Top 100 Greatest Movies of All Time. Das sind so, habe ich mir einfach aus, also habe ich nicht selber, ich habe die nicht alle geguckt, die habe ich mir einfach aus dem Internet gezogen. Die 100 besten Movies aller Zeiten angeblich. Ich brauche also gleich von dir eine Zahl zwischen 1 und 100. Go. Zahl zwischen 1 und 100 brauche ich von dir. Geht es wieder 1 nur so einen von diesen Persönlichkeitsgames quasi? Welche ist es? Go. 13. 13, alles klar. Hast du jetzt nicht wieder zugemacht? Warum? Meine Glückszahl. Ich mische die noch einmal durch quasi und dann darfst du mir eine neue Zahl geben. Mhm. Welche darf es sein? 28. 28, sehr schön. Gucken wir uns die Liste einmal an. Du darfst das selber machen, bitte einmal auf die, es gibt nur eine, du kannst auch einmal durchscrollen, wenn du möchtest, dass es wirklich nur eine gibt, Top 100 Greatest Movies, dass es nicht irgendwie 100 verschiedene davon gibt oder so, ja. Nur eine. Geh auf die Top 100 Greatest Movies, geh bitte zur Liste, Zahl 28. Ja. Was haben wir? Star Wars 4. Star Wars Episode 4. Ja. A New Hope. Hast du den gesehen? Nee. Nee. Doch, den habe ich gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr. Das sagt mir alles, was ich zum Schluss noch von dir wissen muss. Wir haben ja verschiedene so Persönlichkeitsspiele. Ich bin ja hingekommen quasi und habe das erste, was ich gesagt habe, war hier der Jeremy Fragrance-Ding. Das sagt mir alles über deine Persönlichkeit und der Teddy und Angela Merkel. Und der Teddy ist übrigens geil. Ist creepy, dass du eine Elektro-Patsche hat. Ja, aber weiß ich auch nicht, warum er den gerade hat, aber ja. Und habe also zwischendurch immer wieder so Sachen über deine Persönlichkeit irgendwie ein bisschen rausgefunden. Was haben wir gemacht? Wir haben, was ist deine Lieblingskarte? Und dann haben wir das Peak Ass gefunden und wir haben
immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen so Games gemacht, um mich einzuschätzen quasi. Das hätte ich mit euch auch gemacht, aber ich wusste zu spät, dass ihr dabei seid, sonst hätte ich auch für euch noch Games gemacht, um euch quasi einzuschätzen. Da ich mich in Kürze auf den Weg mache, wäre jetzt der Moment, wo du, wenn du möchtest, gerne das Gastgeschenk einmal aufmachen darfst. Wie gesagt, es war komplett improvisiert, es ist wirklich nicht geil, aber es ist so ein, warte mal kurz, es ist so ein quasi wie so ein Freundschaftsalbum unserer kompletten Freundschaft, die sich jetzt schon 3 Stunden spannt, auf einem Schneidebrett kreiert, speziell für dich. Sehr schön. Toni, ich denke gerne daran zurück, wie wir mal Wie wir mal Unter anderem, wie wir mal, womit habe ich denn angefangen? Ich glaube, wie wir mal zusammen uns was vorgelesen haben. Wir haben uns ja mehr oder weniger ganz zum Anfang der Show was vorgelesen, dass du eine zufällige Seite im Buch geöffnet. Weißt du noch, was deine Seite war? 43? Du kannst den Post-it einmal gerade wegnehmen, wenn du möchtest. Und vorlesen. Dann haben zusammen ein Buch gelesen, deine Lieblingsseite 43. Da erinnere ich mich so gerne dran zurück. Das ist so eine Kernerinnerung aus unserer langjährigen Freundschaft einfach. Das wollte ich unbedingt auf diese Freundschafts-Vision Board mit draufpacken. Dann haben wir mal gepokert zusammen. Du hast immer zufällig eine, und da hast du Glück gehabt mit deiner Karte. Welche war das? Peak Ass. Guck mal, 2. Ist das gruselig. Mit dem Peak Ass hattest du echt Glück. Boah, das war schön. Ich erinnere mich so gerne dran. Dann haben wir, sind wir zugegangen, wir haben Kaugummi, du hast den Kaugummi, glaube ich, mitgebracht, ne? Nein. Ey, das gibt mir Riddler-Vibes. Mit Kaugummi kauen ist jetzt meine Favorite Activity, am liebsten Strawberry Lime. Oh, das ist richtig der Riddler. Das der Riddler. Dann hast du noch einen Stift ausgesucht für Nova. Welchen Stift hast du ausgesucht? Nein, den rosanen. Den darfst du natürlich behalten, das ist jetzt deiner. Ja, der hat uns stark gemacht. Den rosa? Solange du immer einen rosa Stift dabei hast, bist du unbesiegbar. Ich habe so random den rosa genommen, nur weil Isa gesagt hat, dass sie ihre Lieblingsfarbe rosa nimmt. Und ich dachte, dann ist es unerwartet, wenn ich rosa nehme. Dann haben wir noch rausgefunden, du bist zwar eigentlich eher Löwe, aber unbewusst ein Chamäleon. Bleib wie du bist, ein Chamäleon. Bis bald. Bis bald und Punkt. Vielleicht, du kannst dich nicht an den Film erinnern, ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann ist vielleicht sogar Zeit für Star Wars Episode 4. Nee. Das scripted hier, sage ich. Wie? Das check ich halt gar nicht. Also jetzt bin ich komplett Chat, raus. Chat, ich schwöre euch auf meine Mutter. Das war verpackt sogar. Das war verpackt und das war nicht vorher abgesprochen. Ich schwöre euch auf alles. Ich check das auch überhaupt nicht. Das ist eine komplette Historie unserer kompletten Freundschaft. Da habe ich mich heute Morgen richtig 15 Minuten reingehängt. Die Seiten von der Karte, die haben wir ja durch unsere Pins eingegeben. Ja. Das konntest du gar nicht wissen, ich wusste das untereinander nicht mal und dadurch sind ja diese Seiten entstanden. Also selbst wenn das und das irgendwie ein Trick ist, dass ich diesen rosa Stift und diesen Strawberry Lime nehme. Episode 4 Star Wars, Zahl 28. Ich finde das ein verschicktes Ding. Ich verstehe es nicht, Timo. Ich verstehe es wirklich auch nicht. Kannst ja, du mir erzählen danach? Nein. Ich glaube, mit dieser unfassbaren Verwirrtheit, Chat, würde ich sagen, packen wir mal ein großes Clap in den Chat für Timon. Und die zwei, dass sie heute mit mir dabei waren, war komplett crazy. Ein riesen Applaus für Timon Dankeschön. Krause. Yes. Check seine Event-Tim-Tour ab. Yes, bitte.